Leute, Leute, damit ganz herzlich willkommen zurück zu Stranded Deep. Risen 2 Dark Waters. So ein Bullshit, ey. So, auf jeden Fall, was ihr hier unten seht, ja, das sind ein paar, ihr wisst schon, angeschwemmte, versunkene, wie auch immer die nochmal heißen. Oh, und was ihr auch noch seht, ist unsere Crew. Was haben wir vor? Das ist der Wassertempel, da drin ist Mara. Was wollen wir mit Mara machen? Ihr wisst genau, was wir mit ihr machen wollen. Denn Mara hat Stahlbart getötet, das nimmt mir immer noch ein bisschen übel. Patty! Da ist es. Ja, lang und anstrengend. Mach es nicht so spannend. Die Gelegenheit ist günstig. Mara ist jetzt geschwächt. Okay. Dann los. Pass auf dich auf. Und wenn du mich brauchst, musst du es nur sagen. Okay, nur. Komm mit. Ei. Alles klar, dann. Lalala. Leute, das macht ihr echt super. Ich muss mich ja praktisch hier so ein bisschen. Wenn die alle mitkommen, das wäre geil. So, noch der kleine Libertan. So, da hinten ist aber noch einer. Ups, das war ein bisschen. Hey Leute, Leute. Ah, gut, komm auch so hin. Oder? Ja, klar, klar. Boom, kritischer Treffer. Gut, Patty, du kommst mit. Du kommst mal schön mit. Alles klar, der Wassertempel. Ja, doch, wenn man direkt davor steht, hat er schon ein bisschen was Imposantes. Da ist halt eben ein bisschen versaubeutelt. Was? Wie verlässt die Gruppe? Was verlässt die Gruppe? Was soll denn das? Oh. Hey Mara. Alles klar? Warte mal, wer auf den Drink vorbeikommt. Geilste Aktion ever! Du durchkreuzt meine Pläne nicht mehr! Was? Aber das. Was mache ich denn gerade? Dafür habe ich ein Händchen. Hey Mara! Boom! Warte mal, ich habe noch so einen. Boom! Boom! Mara, du bist so am Arsch! Du bist so am Arsch! Du bist so am Arsch bist du, kleine Mara. Bom, 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 bom. Sogar kritischer Treffer. Ey, Mara, kennst du den schon? Du hast keine Chance, Mara. Keine einzige. Ups. Du kannst fliegen, das ist natürlich doof. Ups. Hey, kennt ihr schon mein Schwert, Jungs? Ich schwerte euch ab. Ups. Ne? Du bist ein Sandteufel. Hörst du mal auf, irgendwie stark zu sein oder sowas in die Richtung? Das geht echt voll ab. Na, ja, genau. Stil echt, Stil echt. Ey, Mara! Bumm! Und nochmal. Bumm, Schakalaka, bumm, Schakalaka. Das muss wehgetan haben. Hey! Oh. Ja, genau. Reg dich nur auf. Bumm und bumm. Reg dich nur auf, kleine Mara. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, das! Damit hättest du nicht gerechnet. Kennst du meine Wundertüte? Oh, ist das übel. Frohes Neues, Miststück. Sehr schön. Zweimal kritischer Treffer, so gefällt mir das. Oh! Oh, noch direkt ins Gesicht. Was fällt mir denn ein? Oh. Du bist ein Titan, ja? Du bist ein Scheiß. Das war echt so einfach. Oh. Was? Du kannst echt gar nichts, Mara. Gar nichts.
Echt jetzt, oder? Echt jetzt, oder? Echt jetzt! Echt jetzt! So ein Bullshit von Endkampf, echt! Kannst du ja keinen erzählen! Das Biest! Glaubst du, sie kann sich wieder zurückverwandeln? Hm. Wer weiß? Jawoll! So macht man das! Ey, das war echt so einfach. Aber der Held macht's wenigstens richtig. Den Endgegner gar nicht nochmal reden lassen, ihm das Getränk wegnehmen, ihm den Dolch reinstoßen und ihm, der halt immer versteinert ist, das Gesicht rauspressen. So einfach, so effektiv. Warum macht das nicht einfach jeder Held so? So, vielleicht gibt's ja noch irgendwas Schönes drin, aber sieht fast nicht so aus. Hey, wo ist denn eigentlich Steini Mara? Scheint sonst weiter gar nichts zu sein, oder? Ein paar Schiffswracks. Ah, Maras Schwert. Sehr cool. Boah, pöpsch. Was kann Maras Schwert so? Das war's jetzt, oder? Das war's? War's das jetzt? Da, Maras Schwert. Ach, jetzt hör doch mal auf. Kein Wunder, dass sie verloren hat. Ausgerüstet wie der letzte Schlumpf. Ja, ansonsten... Tja. Oh, da hinten ist was Rotes. Was Rotes, was Rotes. Oh, da kommen wir aber nicht rüber, oder? Nö. Tja, und... Jetzt? Können wir Stahlbart jetzt wiederholen, oder? Also ich meine, war's das jetzt? Wir haben es geschafft. Ich habe schon fast nicht mehr daran geglaubt. Nicht immer so schnell die Hoffnung aufgeben, Kleines. Ach, du machst es einem aber auch nicht leicht. Kleines, ja? Ja, wie auch immer. Wir haben dieses Miststück besiegt und leben noch. Und was passiert jetzt? Du bist der Kapitän und nach einer großen Schlacht könnte der eine oder andere sicher ein paar aufmunternde Worte gebrauchen. Aber wenn du meinst, das ist genug, dann sag's mir einfach. Na gut, ich sehe nochmal nach meiner Crew. Okay, komm einfach zu mir, wenn du hier fertig bist. Okay. Das war ein großer Kampf und ich bin froh, dass wir noch leben. Mir geht es genauso. Nun bist du am Ziel deiner Reise. Reise nennst du das? Immerhin haben wir gerade die Welt gerettet. Ja, echt? Schon. Bisschen Respekt. Das ist ja auch gut. Jedoch habe ich mein Ziel noch nicht erreicht. Du redest von deinem Aurikulki. Richtig. Das habe ich immer noch nicht. Wir werden es noch finden. Finden? Das ist nicht das Problem. Ich habe mein Aurikulki schon lange gefunden. Hä? Das ist ja großartig. Es ist unerreichbar für mich. Okay. Warum? Ich könnte es dir wegnehmen, ohne dass du es merkst, doch das will ich nicht. Okay. Ich hab dein Aurikulki? Du bist mein Matar und deshalb darf ich es nicht einfach nehmen. Was ist es denn? Ein ganz persönlicher Gegenstand meines Matars und großen Vorbildes. Dein Hut. Oh. Mein was? Oh. Einst gehörte er Captain Stahlbart, einem der größten Piraten der Südsee. Heute ist es deiner und du stehst ihm in nichts nach. Mein Hut? Für mich ist der Hut das wertvollste Artefakt, das ich mir vorstellen kann. Es wäre mehr als eine Ehre für mich, wenn ich es... Und wie lange weißt du das jetzt schon?
Seit dem Tag, an dem wir mit dem Floß Takariko erreichten, wusste ich, dass du eines Tages mein Aurikulki bei dir tragen wirst. Okay. Ich wusste nur noch nicht, was es ist. Doch heute bin ich mir sicher. Sag das doch gleich. Ja, ich nehme den Hut. Ist der Hut. Du gibst ihn mir? Einfach so? Ja, ist okay. Na klar, du bist jetzt nicht mehr mein Peewee, Jaffa. Ab heute bist du ein erwachsener Gnom und darfst den Titel Matar tragen. Yippie, Grande Topola Famosa. Große Freude, mein großer Kapitän. Okay. Schon gut, Kleiner. Du hast es dir verdient, wirklich. Wann segeln wir zu meiner Insel? Noch heute? Wow, 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 lang? Na gut. Danke. Vielen Dank, Kapitän. Du bist mein bester Freund. Ja, ist okay. Alles klar, gut. Venturo, was mit dir? Das hat ganz schön geknallt, was? Ja. Dir hat das ganze Theater wohl gefallen, was? Naja, ich muss zugeben, ich hatte die Hosen ganz schön voll. Ach, reg dich nicht auf. Dann konntest du es gut verbergen. Ich hoffe, das war's jetzt. Mara tut niemandem mehr etwas an. Schön, dann nix wie weg. Ich muss mir meinen Orden in Caldera abholen. Ja. Aha, und du meinst, sie werden dir einen geben nach allem, was du angestellt hast? Hey, wir haben die Welt gerettet. Ja. Wenn das kein lumpiger Orden wert ist. Das stimmt. Ich genauso. Was ist mit dir bei uns? Hartnäckiges Biest. Krallt sich am Leben wie ein Rottwurm an seine Beute. Ja, irgendwie schon, ja. Sie hat uns ganz schön auf Trab gehalten. Nun ist sie erledigt. Und wir können hier wieder verschwinden. Ja. Ich hab... Nein, das kann nicht sein. Ach, jetzt erst oder was? Und es hat geklappt. Dein anderes... Aber das heißt ja... Das heißt, dass du wieder normal bist. Oh. Ja, ich spüre es. Du, heil dem großen Kakunga und seinen Schergen, ich bin frei. Okay. Heil dem... Was? Was denn? Noch nie etwas vom großen Kakunga gehört? Nope. Das ist ein Kindermärchen. Der Herr der 1000 Höhlen. Mein Vater hat mir immer von ihm erzählt. Er ist ein gelber, großer... Schluss damit. Die Geschichte vom Gürger hat mir schon gereicht. Wie du willst. Ich danke dir, mein Captain. Du hast mir mein Leben zurückgegeben. Ich schulde dir was. Naja, tust du. Ich bin nun am Ziel meiner Reise. Tja, ich fürchte, das dauert noch ein bisschen. Okay. Wie geht's? Es ging mir nie besser. Das tut mir nicht alles für seine Crew. Ja. Ja, du bist ein guter Kapitän. Ich ahne, was jetzt kommt. Na schön. Ja, was ist eigentlich mit dir, Hawkins? Mann, oh Mann. Ja, und jetzt ist Schluss. So wie ich dich einschätze, hält das nicht lange vor. Naja, wir werden sehen. Du steckst in ein paar Wochen wieder in irgendwelchen Schwierigkeiten. Ja. Das klingt ja richtig nett, wie du das sagst. Vielleicht sollte ich dich für diese Bemerkung Kiel holen lassen. Ja! Das würde auch nichts ändern. Kerle wie dich kenne ich. Du bist nicht zu Unrecht Stahlbarts Erbe. Der hatte auch immer ein Talent dafür, sich in Schwierigkeiten zu bringen. Wir werden sehen. Allerdings. Tja, okay. Oh, eine Truhe. Was haben wir denn hier? Hallo? Ah, okay. Gut. Ach, Elend. So, jetzt. Okay. Ist jetzt nicht so der Burner gewesen. Oh, ein bisschen rum. Ist ganz okay. Oh, und jetzt? Was denn jetzt? So, mir reicht's jetzt. Nichts wie weg hier. Ja, lass uns hier schnell verschwinden. Vielleicht noch eine kleine Sache, die ich dir sagen muss, bevor wir ablegen. Was denn? Ach ja, was denn? Nun, ich weiß, ich kann manchmal ein Biest sein und... Naja, ich sag das auch viel zu selten, aber... Ja? Gut gemacht, mein kleiner Held. Sehr schön. Gut, und jetzt? Was machen wir jetzt? War's das jetzt? Ist das Spiel vorbei? Na? Hallo? Spiel, tu was, rede mit mir. Okay, wir segeln gen Sonnenuntergang und...
Ah, ja! Es ist tatsächlich vorbei! Risen 2 Dark Waters ist durch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Risen 2 Dark Waters ist durch. Tja, was soll ich zum Spiel sagen? Es war eigentlich typisch Piranha Bytes, das Spiel. Also brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Allerdings, ja, ich muss sagen, es ist doch relativ einfach. Es ist nicht so viel Inhalt da, wie ich gehofft habe, weil normalerweise bei dem Spiel von Piranha Bytes findet man wirklich an allen Ecken und Enden etwas zu tun. Hier doch eher ein bisschen seltener, das ist ein bisschen schade. Es war eigentlich, glaube ich, scheißegal, ob wir Inquisition gespielt haben oder Eingeborene. Das hat, glaube ich, gar nichts irgendwie zur Story beigetragen. Und im Endeffekt, ja, man könnte zwar nochmal durchspielen, wo man dann halt eben Voodoo und so weiter und Ritual macht, aber ich bin eigentlich ganz gut mit Schwert und Flinte zurechtgekommen. Keinerlei Probleme. Tja, zur Grafik. Ja, am Anfang war es richtig scheiße, das habt ihr ja gesehen. Hat sich aber seltsamerweise über das Spiel gebessert, warum auch immer. Tja. Also soweit halt eben auch schön effektvoll die Dschungels halt eben. Ein paar hübsche kleine Details mit dabei gewesen. Hab schon Schlimmeres gesehen. Nicht der Oberhammer, aber auf jeden Fall trotzdem schön anzusehen, relativ stimmungsvoll. Der Sound, tja. Typisch für die Reihe. Absolut, ja, doch eingängig, auf jeden Fall. Atmosphärisch untermalt alles schön, finde ich ganz gut. Zur Story selber, tja. War scheiße, als Stahlbart gestorben ist. Ansonsten war die Story, ja, nicht absolut mitreißend. Die Story war praktisch eher Nebenquests und die Nebenquests waren Hauptstory. So würde ich das einfach mal sagen. Die Story hat mich jetzt nicht wirklich so mit eingebunden, mitgerissen. Naja, gut, was soll's. Wir haben uns halt immer wieder gefreut, wenn wir einen Piratenkapitän töten konnten, aber ansonsten, ne. Tja. Ich muss trotzdem sagen, hat mir Spaß gemacht. Vielleicht euch auch beim Zusehen. Schreibt es in die Kommentare und so weiter. Nee, ich fand es doch eigentlich relativ schön. Ein bisschen anspruchslos, aber ansonsten doch relativ schön. Ich werde mir jetzt auch direkt die 3 holen und schon mal, ja, voller Freude ankündigen, dass ich die 3 ebenfalls Let's Playen werde. Tja, wenn ich schon mal die 2 gespielt habe, dann muss die 3 auch gespielt werden. Führt ja kein Weg dran vorbei. Und ich meine, okay, ich habe es damit gerechnet, dass es ein bisschen mehr wird. Wir haben vielleicht auch nicht jede Quest mitgenommen in dem Spiel. Vielleicht nicht wirklich jede. Aber die wichtigste haben wir eigentlich mitgenommen halt eben. War auch relativ witzig. Mein Affe ist tot! Das ist nicht schön. Ansonsten, tja, würde ich sagen, das war's mit Risen 2. Ich schaue mir doch die Credits zu Ende an. Tja, das war's. Leute, Dankeschön. Mach's gut und bis dahin. Ciao.